Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Europaparlament in Straßburg. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Jörg Meuthen von der EFDD-Fraktion und natürlich besser bekannt als der AfD-Politiker, als der Vorsitzende der AfD in Deutschland. Herr Professor Meuthen, in ein paar Wochen, am 10. Dezember, wird ein Pakt verabschiedet, den die Vereinten Nationen als in Anführungsstrichen großen Wurf bezeichnen. Dazu treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt mit führenden UN-Vertretern in Marrakesch in Marokko. Dieser Pakt trägt den Titel Global Compact for Migration. Seine Befürworter sagen, das sei ein Pakt für eine, so wörtlich, ich zitiere, sichere, geordnete und reguläre Migration. Sie sind strikt dagegen. Warum? Weil dieser Pakt etwas beabsichtigt, was tatsächlich ein großer Wurf ist, aber im negativen Sinne. Nämlich ein großer Wurf zur Vernichtung von Nationalstaaten. Er erklärt im Grunde genommen jede Form von Migration zum Menschenrecht, nach der jeder Mensch weltweit eine Niederlassungsfreiheit haben soll, wo immer er will. Das entspricht einer Auflösung der Grenzen. Nicht umsonst spricht man davon von einer Open Borders Konzeption. Nun ist es aber mal so, dass Staaten ohne Grenzen nicht existieren. Und wenn wir hier aufmachen, dann ist es ja nun relativ unwahrscheinlich, dass die Europäer in Scharen Europa verlassen, um sich in Burkina Faso oder Niger niederzulassen. Es ist viel naheliegender, dass die Menschen dahin gehen, wo die Lebensumstände günstiger sind. Und das heißt, sie werden eher in großer Zahl aus Afrika, auch aus dem arabischen Raum zu uns strömen. Das heißt, was hier beabsichtigt ist, ist die derzeit noch illegale Migration, Frau Merkel hat das sogar explizit gesagt, zu legaler zu machen. Das heißt, jeder ist legal hier drin, wer hier kommen mag, der ist drin. Und wir können uns ungefähr vorstellen, was das dann für unser Land, wie auch für Europa im Ganzen heißen wird, binnen kürzester Frist. Naja, das haben ja schon die Grenzöffnungen im Jahre 2015 gezeigt, die ja Frau Merkel zu verantworten hatte. So. Und die Folgen insbesondere. Umso unverständlicher ist, dass gerade Frau Merkel, die Bundeskanzlerin und ihr Außenminister Heiko Maas sich vehement für diesen Pakt einsetzen. Können Sie das verstehen? Ich habe selber Schwierigkeiten, das zu verstehen, muss ich einräumen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass exemplarisch Merkel und Maas wie viele andere nicht imstande sind zu sehen, was sie da eigentlich anrechnen. Und ich frage mich, was ist die zentrale Motivation dahinter? Was vermuten Sie? Ich kann den Menschen nicht hinter die Stirn gucken und ich will nicht in Verschwörungstheorie verfallen, aber es sieht mir aus wie eine vorsätzliche Schädigung unseres Landes. Ich möchte jetzt weder Frau Merkel noch Herrn Maas eine Absicht unterstellen, das zu tun. Auf der anderen Seite können sie kaum so töricht sein, deswegen komme ich da in Erklärungsnöte. Ich weiß nicht, was Menschen antreibt, einen solchen Unfug zu unterschreiben. Dieser Pakt wurde ja offenbar ganz gezielt am Deutschen Bundestag vorbei ausgearbeitet und auch stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Warum diese bewusste Heimlichtuerei? Traut man sich nicht, der deutschen Bevölkerung reinen Wein einzuschenken? Stellen Sie sich mal vor, den Deutschen würde massenmedial vermittelt, was das heißt, was da jetzt passiert. Wir hätten genau die Massendemonstrationen, die wir dagegen tatsächlich brauchen. Deswegen bemühen wir von der AfD uns, dieses Thema überhaupt zu transportieren. Sie finden es in öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen kaum. Sie finden es in den großen Printmedien kaum. Das Thema wird totgeschwiegen. Und in der Tat, es ist ein zutiefst undemokratischer Vorgang. Es wird auch am Parlament vorbeigemacht. Das ist nicht der erste Vorgang, wo das passiert. Auch 2015 lag ja keine Parlamentsentscheidung zugrunde, die Grenzen aufzumachen. Das lässt schon tief blicken. Und es ist im Grunde genommen ein tief erschütternder Vorgang. Die Menschen müssen darüber informiert sein, was hier bevorsteht. Und sie werden ganz gezielt nicht informiert. Ja, und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum ist die AfD die einzige Partei, die damit in die Öffentlichkeit geht und Protest erhebt? Und warum sind die anderen Parteien alle so handzahm gegenüber den Verfechtern dieses Paktes? Also, man muss von Partei zu Partei schauen. Die Linken und die Grünen und die SPD, die wollen das ganz explizit. Die wollen komplett offene Grenzen, die wollen diese No-Borders-Ideologie durchsetzen. Das ist deren Ideologie, deren gleichmacherische Ideologie. Da wundert mich das überhaupt nicht. Was mich verblüfft ist, dass CDU, CSU und auch die FDP das offenkundig mitmachen. Also an sich Parteien, die für sich in Anspruch jedenfalls haben, bürgerliche Parteien zu sein und auch Freiheitlichkeit im Namen führen wie die FDP, das passt nicht zusammen. Und ich frage mich, was reitet sie so etwas mitzumachen?
Dann gibt es noch eine besondere Irritation rund um diesen Pakt. Die Vereinten Nationen sagen, dieser Pakt sei rechtlich nicht verbindlich, aber politisch durchaus bindend. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was ist das? Wortklauberei? Ist das Volksverdummung? Oder wie würden Sie das formulieren? Das ist Volksverdummung in höchster Vollendung. Es ist tatsächlich, wenn Sie es rein juristisch betrachten, zunächst mal nicht unmittelbar rechtlich bindend. Es wird aber eine Verbindlichkeit in kurzer Frist entfalten. Es wird in nationales Recht transformiert werden, zumal auch beabsichtigt ist, auch das steht in dem Pakt drin, dass Kritik daran, an dieser Form der Zulassung von völlig beliebiger Migration, untersagt werden soll und von vornherein als rassistisch, reaktionär und so weiter gebrandmarkt werden soll, dann werden Sie sehen, dass das eine Eigendynamik bekommt. Ich vergleiche das mit der unsinnigen, nicht ganz so gefährlichen, aber auch schlimmen Politik des Gender Mainstreaming. Auch da hat man uns erzählt, auch das kommt von UN. Auch da hat man uns 2002 erzählt, das ist doch rechtlich nicht bindend. Doch, mittlerweile ist das rechtlich bindend. Weil nämlich diese politische Bindungswirkung dann auch natürlich eine Transformation ins Rechtliche erfährt. Und es wird dann sukzessive umgesetzt werden. Und genau das wird ja auch geschehen. Wenn in diesem Pakt, und das ist ja auch nachzulesen und auch zu hören, tatsächlich darauf hingewiesen wird, dass Kritik nicht erlaubt sei an den sich daraus ergebenden Problemen. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es ein massiver Eingriff in die Pressefreiheit ist. Und in die Meinungsfreiheit der einzelnen Menschen. Wer diesen Pakt kritisiert, wer also die völlige Öffnung aller Grenzen, jede Migration ist legal, kritisiert, ist nach dem, was dort vorgesehen ist, ein Rassist. Das muss man dazu beileibe nicht sein. Man muss nur elementare menschliche Vernunft haben. Und ich unterstelle, dass Millionen und Abermillionen von Menschen, die das für Wahnsinn halten, alles sind aber keine Rassisten. Aber nach der Definition, die die UN gleich mitsetzen will, wollen sie die Meinungsfreiheit so weit einschränken, dass jede Kritik daran tatsächlich bereits als eine rassistische Position untersagt werden soll. Herr Professor Meuthen, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gern. Versuchen sozusagen an den Öffentlich-Rechtlichen vorbei, eigene TV-Formate auch zu transportieren. Herr Meuthen ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner und natürlich auch von der Aussage her sehr klar. Ich habe Herrn Gockel als einen sehr angenehmen Menschen kennengelernt, mit dem die Zusammenarbeit richtig Spaß macht. Ich denke, wir haben uns ganz gut verstanden. Ich habe da so eine richtig positive Vorspannung und sagt, das wird eine interessante Geschichte. Ist auch neu, haben wir bis jetzt nie gemacht, habe auch ich nie gemacht. Ein neues Format muss man probieren und es ist so eine freudige Vorerwartung, ja. Herzlich willkommen hier im Europaparlament in Straßburg. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Jörg Meuthen von der EFDD-Fraktion und natürlich besser bekannt als der AfD-Politiker, als der Vorsitzende der AfD in Deutschland. Herr Professor Meuthen, in ein paar Wochen, am 10. Dezember, wird ein Pakt verabschiedet, den die Vereinten Nationen als in Anführungsstrichen großen Wurf bezeichnen. Dazu treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt mit führenden UN-Vertretern in Marrakesch in Marokko. Dieser Pakt trägt den Titel Global Compact for Migration. Seine Befürworter sagen, das sei ein Pakt für eine, so wörtlich, ich zitiere, sichere, geordnete und reguläre Migration. Sie sind strikt dagegen. Warum? Weil dieser Pakt etwas beabsichtigt, was tatsächlich ein großer Wurf ist, aber im negativen Sinne. Nämlich ein großer Wurf zur Vernichtung von Nationalstaaten. Er erklärt im Grunde genommen jede Form von Migration zum Menschenrecht, nach der jeder Mensch weltweit eine Niederlassungsfreiheit haben soll, wo immer er will. Das heißt, was hier beabsichtigt ist, ist die derzeit noch illegale Migration, Frau Merkel hat das sogar explizit gesagt, zu legaler zu machen.
Wir können uns ungefähr vorstellen, was das dann für unser Land wie auch für Europa im Ganzen heißen wird, binnen kürzester Frist. Naja, das haben ja schon die Grenzöffnungen im Jahre 2015 gezeigt, die ja Frau Merkel zu verantworten hatte. So. Und die Folgen insbesondere. Umso unverständlicher ist, dass gerade Frau Merkel, die Bundeskanzlerin und ihr Außenminister Heiko Maas sich vehement für diesen Pakt einsetzen. Können Sie das verstehen? Ich habe selber Schwierigkeiten, das zu verstehen, muss ich einräumen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass exemplarisch Merkel und Maas, wie viele andere, nicht imstande sind zu sehen, was sie da eigentlich anrichten. Dieser Pakt wurde ja offenbar ganz gezielt am Deutschen Bundestag vorbei ausgearbeitet und auch stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Warum diese bewusste Heimlichtuerei? Traut man sich nicht, der deutschen Bevölkerung reinen Wein einzuschenken? Stellen Sie sich mal vor, den Deutschen würde massenmedial vermittelt, was das heißt, was da jetzt passiert. Wir hätten genau die Massendemonstrationen, die wir dagegen tatsächlich brauchen. Deswegen bemühen wir von der AfD uns, dieses Thema überhaupt zu transportieren. Sie finden es in öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen kaum. Sie finden es in den großen Printmedien kaum. Das Thema wird totgeschwiegen. Und in der Tat, es ist ein zutiefst undemokratischer Vorgang. Es wird auch am Parlament vorbeigemacht. Die Menschen müssen darüber informiert sein, was hier bevorsteht. Und sie werden ganz gezielt nicht informiert. Ja, und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum ist die AfD die einzige Partei, die damit in die Öffentlichkeit geht und Protest erhebt? Und warum sind die anderen Parteien alle so handzahm? Man muss von Partei zu Partei schauen. Die Linken und die Grünen und die SPD, die wollen komplett offene Grenzen, die wollen diese No-Borders-Ideologie durchsetzen. Was mich verblüfft ist, dass CDU, CSU und auch die FDP das offenkundig mitmachen. An sich Parteien, die für sich in Anspruch jedenfalls haben, bürgerliche Parteien zu sein, das passt nicht zusammen. Und ich frage mich, was reitet die, so etwas mitzumachen? Dann gibt es noch eine besondere Irritation rund um diesen Pakt. Die Vereinten Nationen sagen, dieser Pakt sei rechtlich nicht verbindlich, aber politisch durchaus bindend. Wenn man sich das mal auf die Zunge zergehen lässt, was ist das? Wortklauberei? Ist das Volksverdummung? Oder wie würden Sie das formulieren? Das ist Volksverdummung in höchster Vollendung. Es ist tatsächlich, wenn Sie es rein juristisch betrachten, zunächst mal nicht unmittelbar rechtlich bindend. Es wird aber eine Verbindlichkeit in kurzer Frist entfalten, zumal auch beabsichtigt ist, auch das steht in dem Pakt drin, dass Kritik daran, an dieser Form der Zulassung von völlig beliebiger Migration, untersagt werden soll. Wenn in diesem Pakt, und das ist ja auch nachzulesen und auch zu hören, tatsächlich darauf hingewiesen wird, dass Kritik nicht erlaubt sei an den sich daraus ergebenden Problemen, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es ein massiver Eingriff in die Pressefreiheit ist. Und in die Meinungsfreiheit der einzelnen Menschen. Wer diesen Pakt kritisiert, ist nach dem, was dort vorgesehen ist, ein Rassist. Herr Professor Meuthen, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gern.